So, meine lieben Videofreunde und Videofreaks, es ist noch ziemlich früh, für mich ist es eigentlich noch sehr früh. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen liegen bleiben, aber meine Frau hat heute ihren Weckmich-Tag gehabt und das auch am Sonntag, ja. Aber jetzt was ganz anderes, ich wollte heute auf eine Börse fahren. Auf eine Filmbörse, wo ich schon öfters mal war, und es ist mein erstes Video für eine Filmbörse, wahrscheinlich auch mein letztes Video, weil ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal jemals dann noch mal zu einer Börse fahren werde. Und die ist jetzt in Dortmund, mal wieder in meiner Nähe, weil ich komme aus dem Ruhrgebiet. Früher war ich oft in der Rolandhalle gewesen, ja, und dann ab und zu noch ganz gerne mal nach Bottrop gefahren, in den Saalbau. Aber heute fahre ich mal nach Dortmund und um 10 Uhr ist der erste Einlass und der nächste ist um 11. Dann habe ich aber kein Ticket für den 10 Uhr Einlass und ich gehe um 11 Uhr dahin. Jetzt werde ich mich ein bisschen fertig machen und eine Kleinigkeit essen und dann setze ich mich ins Auto und werde mal meine Runde drehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, weil jetzt muss ich mal kurz was machen. Wir sehen uns wieder. Bis gleich. So, ich bin in den Heiligen Hallen angekommen. Kann man so hinter mir jetzt ein bisschen sehen. Ja, das ist das alles hier. Und ich sehe auch schon die Stände. Da kann man es hier so sehen. Ich werde gleich nochmal die Kamera drehen. Mache mal einen Screenshot, noch eine Videoaufnahme von den Hallen. Und ja, schauen wir mal, was drin los ist. Jetzt muss ich da mein Maskchen aufsetzen. Wie gesagt, was ich unglaublich fand, Leute, unglaublich. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich habe noch zu meiner Frau gesagt, ja, mit Pappe ist es auch kein Thema hier, kannst du doch super parken und. Ja, super parken, ja, aber auch super teuer. 7 Euro für einen scheiß Parkplatz hier. Ich glaube, gewusst hätte ich mich irgendwo am Arsch der Welt eingestellt. Aber da muss man ja wieder in Dortmund zig Kilometer laufen. Und bei dem Dreckswetter hatte ich natürlich jetzt auch keinen Bock gehabt. Also habe ich die 7 Euro in Kauf genommen. So, jetzt mache ich mal noch einen kleinen Schritt. So, da ist die Halle von innen. Da sind die ganzen Stände. Ja, da gehe ich jetzt gleich rein. Drin werde ich keine Aufnahmen machen, weil ich weiß nicht, die Leute sind da so ein bisschen komisch. Ja, dann alter Wagen, Polizeiwagen, da ist die Messehalle, da ist die richtig große Westfalenhalle. Na, jetzt sind alles hier Messehallen. Ja, aber wie gesagt, Eintritt jetzt nochmal zahlen und vorher noch Parkgebühren zahlen in Höhe von 7 Euro. Ich musste gerade echt schlucken. Ich wollte erst sagen, mal, ist der Eintritt dann schon drinnen für die Messe hier oder wie sehe ich das? Ja, ja, und dann ist alles gut. So, ich sag mal bis bald. Boah, ist das ein Sauwetter. Jetzt bin ich noch mal durch den Regen gerannt. Meine Fresse. Die 2 Meter zum Auto und man ist planlos. Oh, meine Brille schlägt. So, ich muss sagen, die Börse war okay in Dortmund. Wie gesagt, was nicht okay war, ich habe es ja gesagt, das mit den Parkgebühren lächerlich. Okay, da hätte man sagen können, hier, ne, die kriegen schon genug Geld. Ne, nur, dass sie dann hier rumstehen. Aber naja, von jemand muss die Stadt ja leben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch ein paar gute Fitschgen gemacht und was ist? Suchst du irgendwas? Suchst du was Bestimmtes? Was stehst du hier an meinem Auto? Auf jeden Fall ja, hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, was der vor mir für ein Problem hat, warum der hier im Auto steht. Keine Ahnung. Suchst du irgendwas? Suchst du irgendwas? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Ich muss dazu sagen, es ist einmal. Was ist? Ist irgendwas? Und ja, dann fangen wir mal an. Also das erste war hier Leviathan. 15 Euro, die Doppeldisc-Edition. Kann ich eigentlich nicht meckern. War günstig. Weil an den Film kam ich nicht mehr ran. Ich habe noch die alte DVD von CMV. Und muss sagen, für 15 Euro ja, kann man nicht meckern. Jetzt kommt eine Bootleg. Okay, eine Bootleg. Aber ich habe gedacht, bevor ich den Film gar nicht mehr in dieser Qualität bekomme, nun ja, habe ich mir gesagt, komm her. Und zwar My Bloody Valentine. Hier steht sogar drauf, dass es die 4K remasterte Version ist, also die von
Scream Factory? Ich glaube ja. Ja, ist natürlich ganz stark ein Bootleg, aber ich habe mir gedacht, komm, für 15 Euro, Leute, kann man eigentlich nichts falsch machen. Und wer weiß, ob der Film jemals rauskommt. Jetzt habe ich mein Frauchen glücklich machen. Den Film sollte sie eigentlich schon zum Geburtstag kriegen, war ja hier nicht mehr zu bekommen. Ich kämpfe um dich, aus Blu-ray, für einen 10er. Richtig stabiler Preis. Und das ist okay. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt noch einer, wo ich mich auch drüber gefreut habe, wo ich jetzt bald ja hoffe, da der Da The Creep Show deindiziert wurde, dass sie jetzt endlich dieses super geile Master benutzen und ihn rausbringen werden auf Blu-ray in Deutschland. Daher habe ich natürlich die Finger von dem Bootleg-Start gelassen und habe von Schamburg Media mir Creepshow 2 besorgt für 15 Euro in der Blu-ray-Fassung. Und das ist wirklich ein geiles Ding, das weiß ich. Ich habe damals schon die Bewertung gelesen darüber und weiß ich auch schon, was mich erwartet. Also hammergeil. So, und jetzt das Sahnehäubchen obendrauf, weil ich finde den Film hammergeil. Ich muss den auch unbedingt jetzt wieder gucken. Die Verurteilten. Die Verurteilten. Das ist ein klasse Film. Ich habe ihn noch auf DVD, wo ich mir sagen muss, das Bild ist, naja, es geht so. Und hier im Steelbook für, im Steelbook für einen Zehner von Tubin. Muss ich sagen, oder von wer das rausgebracht hat, Euro-Video, aber ja, ist limitiert. Ach nee, Euro-Video war es. Aber ist egal. Schönes Steelbook, so wie ich das sehen konnte, ist auch nichts dran. Weil die letzte Ausgabe, die sie hatten, konnte man natürlich am Preis eigentlich nichts machen. Da ich aber noch einen anderen Film genommen hatte und beim anderen Stand habe ich das gleiche gemacht, habe ich wenigstens noch teilweise um die 3 Euro runtergekriegt und bei dem anderen Doppelpack habe ich auch 3 Euro runtergekriegt. Also kann ich sagen, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Kann ich sagen, habe ich die 7 Euro sogar gerne bezahlt, weil nirgendwo werde ich diese Filme so kriegen. Ich sag mal so, die Verurteilten, wo denn? Und nicht als Steelbook mehr, da kann ich lange suchen. Naja, und deswegen, also ich sage ganz ehrlich, super Leistung. So, und mit diesen Worten, aha, jetzt geht er wieder. Ich weiß nicht, der sucht so Kontakt am Auto, ich weiß nicht, der steht hier mit seinem Regenschirm und guckt, weiß nicht, der sieht wohl gerne Leuten zu. Ja, okay, ein Spanner. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. So. Und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt wieder von euch und werde an diesem verregneten Sonntag nach Hause fahren, vielleicht noch ein Stück Kuchen mitbringen und mit meiner Freundin den restlichen Nachmittag verbringen. Vielleicht auch vom Fernseher. Bis denn.